Telegrafenfehler, okay. Aha. Oh. Ah, komm. Ah, nice. Das wär's. Radex. Ist gut für you, Baby. Ach, schauen. Eine Sprengfalle. Was, schauen wir uns mal an. Da gehen wir mal hin jetzt. Wenn die schon versuchen, das abzuschotten, dann wird es Zeit, dass ich mir das hole. Das ist nicht nur das, Alter, das gibt's ja noch mehr. Ja. Ja, scheiß drauf. Aha. Schmutziges Wasser, natürlich, das Marmor. Okay. Aber es war kein schlechter Platz im Pen, um ehrlich zu sein. Also, er hat sich abgesichert. Nur die, ich weiß nicht, die Gitter waren halt scheiße, oder? Hat man gleich mal gesehen, wo die Sprengfalle ist, so ein Schild. Dumm. Dumm. So, ich habe wieder zu viel Zeug. Hier, diesen. Dir Flanellhemd und Jeans. Ich gebe Flanellhemd und Jeans. Backpacken, Backpacken. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit, weg damit. Okay, weiter geht's. Valentine. Wow, my fucking Valentine. Habe extra Sachen abgelegt, damit ich das nicht passiert. Jetzt bin ich wieder. Aber warte mal, von da komme ich. Ich merke das, weil da liegen echt viele Leichen. Ah, okay, ich glaube, ich muss da rechts rein, aber schau mal. Okay. Jetzt fällt der Schädel hart auf jeden. Oh. Wähle sie. Okay. Haben wir auch schon gelesen. Und wir sind gekündigt worden. Okay, gut zu wissen. Kreislauf des Lebens. Lebens. Shit, ich hätte gerne Fatboy oder irgendeinen Scheiß. Super, super, super Knarre, weil ich weiß, dass die Gegner richtig mies drauf waren. Ja, das sehe ich jetzt auch mit. Ja, da reingekannt, die hat mir auch gut geholfen.
Aber wo ist eigentlich mein Hund? Fällt's mir erst auf, wo ist mein scheiß Köter? Fuck. Wo ist mein verdammter Hund? Alter. Ich bin schon die ganze Zeit lange rum. Alleine rum. So, kann ich vielleicht endlich mein Level up machen? Oh, fuck. Yes. Okay. Das Glück ist schon cool gewesen. Das ist echt lässig. Aha, okay. Ach so, okay. Das ist ja nicht schlecht. Okay. Oh, nice. Ja, da gibt's vieles zu machen, aber weißt du was, ich würde gern. Wirklichkeit, ich brauche mehr Wirklichkeit. Auf jeden Fall. Kann nicht besser schleichen. Und ich schleiche diese. Cool. Bin ich überladen, oder? Ganz knapp. Wo merke ich die Scheißding, was ich gerade auf habe? Ah, wo ist denn das? Relativitätsplus brauche ich jetzt eigentlich überhaupt nicht und das gibt mir auch nur 1 plus auf Verteidigung. Ich glaube, das nehme ich den. Ne, ich nehme Dings. Statuskapel. Ah. Na, es ist schon egal, wie schnell das. Cool, das passt zu mir. Also es passt zu dem Charakter gerade. Er hat seinen Nook. Coke, aber ordentlich. Teilig. Fuck, mir brennen schon die Augen. Ich bin schon so müde. Wie steppert.
doch nichts. Toll. Das ist so geil. Komm, schieß dich immer daneben. Headshot. Oh, fuck. Was habe ich mal? Okay. Ah, cool, komm ich. Nice. So, kann sie so eigentlich anstecken. In der Geschütze auch noch gewesen oder sowas? Nein, ne? Cool, aber da war einer. Oh, da war einer. Das ist das Coole. Kann die eigentlich? Nichts. Ausdauer und Gewicht. Ja, Ausdauer, okay, nice. Von mir aus. Jetzt, jep, jeg die Jack. Na, gleich fertig. Schade, dass sie nicht auch komplett. Ah, die. Der Kopf aus dem Hut rollt oder so ein Scheiß. Das war geil. Okay. Gucken wir mal, was geht. Jo. Bin ich denn hier gelandet? Oh, hier geht's wieder raus. Brauchen wir nicht. Gucken wir hier zu. Da lag doch irgendwo einer. Hier! Ah, jetzt habe ich gar nicht geschaut, was ich mir geholt habe. Wurscht, wahrscheinlich Munition. Überraschungskämpfe finde ich schöner. Oh geil, liegt hier Zementsack. Ah, die sind urschwer. Also die sind wirklich, die sind wirklich richtig schwer. Bitte. Wow, hör auf mit dem Schießen, Junge. Gar nicht. Yeah, 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 yeah. Okay, lauter geht's nicht mehr, gell? Super unauffällig.
Shit. Ist überhaupt nichts. Ich dreh wohl langsam durch. Hey! Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Das ist total. Das ist Drugs. Let's wait for the final moment of his life. 1%, 1%, 9%, 9%, 23. 34? Besser wird's nicht mehr. Ha. Ach, und damit wir nicht mal rankommen, oder was? Kommen wir noch ran. Das bringt mir nichts mehr. Okay. Das ist so geil. Oh, ganz schön. Komm her. Okay. Lecker Zigaretten. Scheiße, wenn er den Strom abschalten kann. Fand.
Ha, scheiß Tja, harte Scheiß. Kranke Bastarde. Hörst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh shit, du siehst mich sehr wohl. Scheiße. Alter. Sicker Dude. Na komm on. Ich kann nicht mehr damit ran. Das heißt, ich kann nicht so viel tragen, Alter. Der Unterschied. Ja. Wo ist nochmal die Mütze? So. Ah, schon zu dumm aus, nee, das gibt es nicht. Das wird ein bisschen plus, will ich das jetzt aber nicht machen, ohne Scheiße, weil ich würde den Blödsinn. Okay. Okay. Ach, ich bin noch immer voll. Shit. Damit. Weg damit. Auch wenn es echt gut gewesen ist für irgendwelche anderen Typen. Weg damit. Und weg damit. Aluminium nehme ich immer mit.
Ich liebe dieses Scheißspiel. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Gibt's hier irgendwo etwas, was ich... weiß was. Ich weiß nicht, was ich dazu machen kann. Vielleicht kriegt es keiner mit. Ha. Zu laut darf ich trotzdem nicht sagen. Ah, ich hätte schon können, das wäre was. Schade. Hey. Relics. Fuck, kann sein, dass ich sie bald brauche. Okay. Hier gibt es gleich keinen Geheimgang, das ist kein Geheimgang. Was da? Nee. Shit. Okay. Scheiß Gangster. Aber mir von diesen Schuss, die sind echt gut. Die hauen ordentlich rein. Aber du gibst mir keine. Die haben gerade alle nur diese scheiß fucking Dings an. Das ist nicht cool. Ne, warte. Komm her. Die verstecken wir hier. Nicht, dass rein zufällig ums Ball kommen sollte. Ein toter Buhl mehr fällt nicht auf. Aber komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Er hätte ja nicht rumstehen sollen. Er hätte ja nicht rumgestanden mit der Partei, hätte ich euch nicht abgeknallt. Aber ihr seid hier rumgestanden, habt mich bedroht, jetzt seid ihr gestorben. Und schau, wie scheiße hier sicher liegt, für den Rest eurer Ewigkeit. Ah, ja, das kam, das war nicht meine Idee. Okay. Speichern wir mal ab.
Gott, richtig? Ja. Kann ich das Licht ja nicht ausschalten? Du hast mich nicht gesehen. Ja, Ratten. Es waren die Ratten. Mit Sicherheit waren es die Ratten. Mit Sicherheit waren es die Ratten. Hat keiner gehört. Warum auch immer. Nice, endlich mal richtige Patronen hier. Danke, Mann. Ah, wir sind doch mehr. Ah, ich sitze hier auf einem scheiß aktiven Strom. Ah. Yeah. Ja, klar. Holy fuck, was war das jetzt? Ah. Das muss wehtun. Ich meine, der dürfte eigentlich noch gar nicht tot sein. Okay. Ah, das da oben. Sicher, da gibt es irgendwas. Und der Grund gibt es aber nicht so hardcore für die Radioaktivität, oder? Das ist ein Schrank. Da ist ein Helm. Das nehmen wir mit. Wer noch? Nichts mehr, okay. Raster. Radioaktivität. Zu viel Radioaktivität. So. Ich kann diese Lichter da ausschalten können. Wirklich. Also einfach ausschalten. Warte mal. Oh shit. Ja, irgendwie hat euch abballert, schätze ich, oder? Trottel. Ich werde dich schon finden. Gucken wir mal. Oh, du lebst noch. Weiß immer noch nicht, wo ich bin. Ach, nein. Abbrechen. Schau, wie der auf mich zurennt, Alter. Noch einen Critkill ausführen, geil. Ich wusste gar nicht mehr, dass man das selber mal ausführen kann, wenn man einfach voll ist mit dem Shit. Nice, du hast so ordentlich gestuckt gerade. Ach, und da schleift man sich ja drunter und bla. Blub. Ha.
Ja, das scheiß. Apropos, speichern. Hey, Leiche. Gut, dass ich mir das nicht entgehen habe lassen. Schade, die Krumm kaufen. Runter, okay. Boah, ich hat's aber richtig gebröselt. Cool. Ich brauche diese Munition. Nein, gar nicht. Was hast du für eine Munition? Scheiße, was ist das? Das Gewehr braucht eine ganz andere Munition. Nein, weißt du was? Ich werde die Schuss aufheben. Und das alles machen. Beziehungsweise, oh, Cash. Nice. Gehe nicht auf, oder was? Warte, muss die Tür zu sein? Das war nämlich nicht deppert. Ah! Ah! Fuck! Boah, jetzt bin ich froh, dass du tot bist. Ansonsten müsste ich mir jetzt dann geschrien haben. Kein Bock auf den Scheiß. Nee. Na, was ist jetzt mit dieser Tür? Schade. Okay. Oh, da geht's auch weiter runter. Leben wir mal ein bisschen. Mal schauen. Hat man auch schon. Schade, dass immer dasselbe steht. So viel an Vorsicht, die Umschleicherei für die Katz. Let's get some shit done with garbage can. That's me, boy. Schaut noch recht ruhig aus. Oh shit, ich sehe doch was. Eine Mine, oder? Eine Mine? Hey. Typ? Nee.
Ich komme da nicht durch. Lächerlich. Wenn sie bei mir gehen müssen. Gerade da ist halt. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nicht. Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit. Wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Dreimal. Mit Sicherheit. Oh nein. Das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Komm jetzt in meine Richtung gerannt, oder was? Tatsache. Dino, Dino! Wer wird denn hier gleich den Kopf verlieren? Hey, du schießt aber auch nicht rum, ne? Okay, fuck, Alter. Wie schlecht kann ein Mensch schießen? Hör ich ihn an? Ah! Shit. Verschwende. Okay, der letzte Schuss, komm. Ah, das war ein dummer letzter Schuss. Ja, sagt er. Soll er. Geht doch. Das war ja alles, oder was? Wie geht das? Keine Unterstützung? Was ist das für ein Scheiß? Ach, hätte ich schon. Okay, von mir aus. So, du kleiner Bastard, Alter. Wo hast du dann Schlüssel? Du hast doch irgendwo einen Schlüssel versteckt. Oh, ist da überhaupt irgendwas übrig geblieben? Okay. Wahrscheinlich kann mir der Dude helfen, aber. Ich will erstmal hier sicher gehen, dass hier niemand mehr ist. Und dass ich alles gefunden habe, was ich finden wollen würde. Wenn ich was finden wollen würde. Aha. Das Schloss sieht stabil aus. Ich bin behindert, sorry. Ich komme noch an diesen Schalter zu oft dran, aber das ist. Oh, come on. Wirklich? So. Cram. Da 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 da. Wie lange wollen wir da hin jetzt? Zu dem Dude, zu dem fucking Valentine. Es ist kalt. Ah.
Von mir aus eiskaltes Bier hier mitten hier. Okay, von mir aus eiskalt. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der Typ aus dem Wächterberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Ja, lass mich das noch kann ich hier machen. Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Ach, den Scheiß. Aber ich habe das Passwort. Ah. Ja, du, das ist cool. Wow, du schaust nicht menschlich aus. Mein strahlender Ritter. Aber die Frage ist doch, warum kommt Nett. er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Schwör wirklich, was bist du? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenserweckend, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Das ist kompliziert wurde eigentlich. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte. Wie lange sie schon ist. Ja, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter in der Kirche gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Das ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Ich glaube, ich den dann reden wir. Ich speichere das ab und töte die ab. Komm, wir können auch miteinander reden. Möchtest du das wirklich hier unten machen? Wo an jeder Ecke diese menschlichen Kakerlaken lauern? Malones Leute hier waren früher keine Gauner. Dies ist Vault-Tec Interview 3 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerber ist Benjamin Beasley. Mr. Beasley, wie würden Sie als Aufseher von Vault 114 einen Streit zwischen zwei Vault-Bewohnern schlichten? Naja, ich würde das Ganze an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass keins der Anliegen gegen das Gesetz verstößt. Außerdem müssen sich natürlich bereits alle anderen Mitglieder des Vault-Bewohnerrats, den ich einführen werde, mit der Angelegenheit beschäftigt haben. Vault-Bewohnerrat, sagen Sie? Ja, natürlich. Leute brauchen eine Regierung. Sie sehnen sich danach. Ich glaube, es ist die Bürgerpflicht eines jeden anständigen Amerikaners zu... Ja, ich glaube, wir haben genug. Vielen Dank, Vera. Wir sind gerade die Zielgruppe gewesen, ne? Nun, ich hoffe, ich werde bald von Ihnen hören. Ja, das werden Sie sicher. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Gehen unsere Sicherheitsverpflichtung auszufüllen und zu unterschreiben. Vault-Tec-Tec. Beste. Lass nicht mal einen Schalter für. Hier gibt's doch sicher einen Schalter, was soll das? Nein? Okay. Fuck. Okay. Kein Schalter. That's fucking new. Okay. Valentine, wo bist du? Was ist denn hier?
einfach. Moment. Da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen sehen. Hey, Valentine. Ich weiß, du möchtest, dass dein Fall gelöst wird. Aber unter der Erde und umzingelt redet es sich schlecht. Wo zur Hölle steckt der? Here, guys. Ich hab ins Gesicht geschossen, oder was? Krass. Ich Robocop, Robocop, Robo, Robo, Robo. Nice. Meine bessere Pistole, ohne Scheiß. Oh shit, ich sollte es nicht entscheiden. Schutzhelm. Holy fuck. Das nehme ich doch gern mit. Ein bisschen was da und. Scheiße, ich hätte am Stiel. Guter Shit. Okay. Haben wir es mal an. Ah, das sehen, okay. Ah, kein Schuss von dem. Okay, das sind die drei an. Ah. Check, was ist mit dir? Oh, die macht gut Power. Ah, geil. Ah, komm, schalt das Licht jetzt aus. Nice. Okay, Valentine, lass es weitergehen. Valentine! Valentine! Die harte, laute Tour, was? Nun, ja, klar. Das klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Was soll denn? Ah, ich hätte mich hier vorbeischleichen können, oder was? Ist ja nett. Cramps, Steam Packs, wunderbar. Da bist du doch was. Okay. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Okay, cool. Das ist ein Schlossknacker. Nice. Den brauche ich in meiner Crew. Krieg die Tür links auf. Nicht alle. Aber hey. Glühbirne ins Glas.
Gleich. Schnell speichern. Was war das? Oh. Ach du Scheiße. Bam in your face, mother boy. Harter Scheiß. Was zum... war wohl doch nichts. Hier ist überhaupt nichts. Ich drehe wohl langsam... Ich schwöre, ich sollte wieder auf die Leichen wenigstens reagieren. Das wäre geil. Also nach reiner Zeit hätten sie das schon hinkriegen können. Also mindestens so, dass man dran gehen kann. Sauber hier. Seife. Ich glaube, ich habe noch nie in dem Western Seife gesehen. Nein, was geht? Das ist ja lockt. Was ist denn nichts? Also? Nicht hinter irgendwann. Schade. Ach Scheiße, falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Machen mich ganz verrückt. Wo ist Weltheim? Wo ist Valentine? Hier über mir. Okay. Ausgezeichnet. Cool. Nice. Ich glaube, ich kann das verpassen. Weltan, was treibst du? Ich krieg auch richtig Fresse verliert.